Ich bin Gott dankbar, dass wir heute die Gelegenheit haben, über ein Thema zu sprechen, das wir ja sicher mit Sicherheit alle kennen, aber vielleicht doch in eine Perspektive hineinkommen, die uns bisher möglicherweise nicht so ganz geläufig war. Aber zunächst ein wenig zu uns. Meine Frau und ich sind ja nun jetzt schon, ich glaube, anderthalb Jahre oder ungefähr beinahe regelmäßig hier. Das hat berufliche Gründe, dass wir in Kerkrade ein Geschäft haben und deshalb sind wir häufig hier. Und ich möchte euch sagen, von der Gemeinde Aachen haben wir schon gehört, da wussten wir nicht, dass wir einmal hier sein werden. Das liegt zurück, ja, vielleicht 25 Jahre mindestens. Und zwar waren wir damals in der Gemeinde Memmingen im Allgäu und Jupp Eitzenmeier, der mal hier Jugendleiter war, vor 100 Jahren, der hat uns getraut, ja. Und dann haben wir in der Gemeinde Memmingen Geschwister Wilden, der Bruder Wilden lebt inzwischen nicht mehr, die waren hier lange Zeit, das sind Aachener, so ja. Und insofern war uns der Name Adventgemeinde Aachen nicht so ganz fremd, als wir das erste Mal hierher kamen. Aber wir dürfen euch sagen, als wir das erste Mal kamen, wir hatten ja vorher immer gebetet, lieber Gott, wenn wir wirklich beruflich uns hier oben bewegen, dann zeige und schenke uns eine Gemeinde, in der wir den Segen Gottes spüren, in der wir uns auch wohlfühlen. Und als wir das erste Mal hier waren, weiß nicht genau, ob das 10, 20 oder 30 Minuten waren, aber länger nicht, haben wir gewusst, hier ist es. Wir danken euch, dass ihr so eine liebevolle Gemeinde seid. Und wir danken Gott, dass er uns auch hierher geführt hat. Wir sind vor ein paar Jahren gewechselt nach Isny. Gemeinde Isny ist auch nicht weit weg von uns. Und dort wurde ja die Grundschule, die Hauptschule gegründet, die Josia-Missionsschule, und anfangs war es eine kleine Gruppe und dann wurde es vor, ich glaube es war 5 Jahre zurück, eine offizielle Gemeinde. Ich war dort 3 Jahre Ältester. Inzwischen ist es so, dass die Gemeinde gewachsen ist, sind viele hinzugezogen, weil sie ihre Kinder dort in die Schule geben, und ich habe mir gesagt, in meinem Alter darf ich dann auch mal zurück treten und den Jüngeren den Vortritt lassen. Meine Frau Evi ist dort noch Schatzmeister und so sind wir also auch in der Diakonie und in allem noch mit eingebunden. Das soweit zu uns. Die Frage, die ihr euch stellt, warum stehe ich heute hier? Ja, es ist einfach das Anliegen gewesen, eine Erfahrung, die wir, meine Frau und ich, persönlich gemacht haben, aber auch als Gemeinde in Isny. Es war eine Zeit von 40 Tagen intensiver Gebetszeit, nach einer gewissen Anleitung, die ich euch heute vorstellen möchte. Und wir haben als Gemeinde, aber auch wir beide, wirklich Erfahrungen gemacht, die uns motiviert haben, doch hier in Aachen darum zu bitten, ob wir das nicht hier auch bekannt machen dürfen. Und wie ihr wisst, hat der Ausschuss dem zugestimmt und ja, nun stehe ich hier und will versuchen, euch zu motivieren, dass der Funke überspringt. Hier in Aachen haben wir festgestellt, dass ihr ja, und wir haben es ja heute auch wieder gehört, ich sage es einfach mal so, in Anführungszeichen, prominente Sprecher habt, gläubige Menschen, die aus ganz eigener persönlicher Überzeugung und geführt durch den Geist Gottes eine Position in unserer Welt einnehmen, die angesehen wird und wo sie auch die Möglichkeit haben, die Botschaft zu vermitteln. Und ihr ladet diese Leute ein, sie kommen, ihr macht es bekannt, der Saal füllt sich, viele Gäste sind da, der eine oder andere kommt vielleicht auch zum Gottesdienst. Wir stellen fest, hier immer mehr junge Menschen kommen, geführt durch den Heiligen Geist. Und das ist
wirklich erfreulich, das zu erleben, wie sie sich für die Botschaft interessieren, wie sie sich inspirieren lassen vom Geist Gottes und hier sind. Auf der Suche nach der wahren Lehre und nach einer Gemeinde, nach Glaubensgeschwistern, sind sie hier bei euch angekommen. Ihr sucht nach einem neuen, größeren Gemeindezentrum. Ihr habt das große Anliegen, diese Enge, die manchmal hier entsteht, wenn so viele da sind, doch abzulösen durch ein großes Haus, in dem neuen Räume alles da ist, was man braucht oder was wir meinen, dass wir brauchen, um Gottesdienst und Gemeinschaft miteinander zu haben. Die Frage, die sich stellt, was hat Gott hier in Aachen vor? Was ihr und was wir vorhaben, ich sage schon manchmal wir, wenn wir in Isny sind, dann rutscht uns das so raus und wir sagen, unsere Gemeinde in Aachen, ja. Ja, was hat Gott vor? Wünscht er sich ein großes Gemeindezentrum? Wünscht er sich, dass mehrere Gemeinden hier in Aachen entstehen? Nicht nur ein großes Zentrum, sondern vielleicht mit regionalen Schwerpunkten mehrere Gemeinden? Wir wissen es vielleicht nicht so ganz genau, was Gott möchte, aber wir wissen eins, dass wir uns von ihm führen lassen. Wir haben das heute in der Lektion im Bibelgespräch wieder ganz deutlich vor Augen geführt bekommen. Wir befinden uns auf der Zielgeraden und das Ziel Jesu Wiederkunft ist nicht mehr weit weg. Aber auch Ungläubige und sogenannte aufgeklärte Menschen wissen, der große Crash kann nicht mehr lange dauern, so wie sie es nennen. Was dann? Heute ist es so, dass viele wirtschaftliche und politische Entscheidungsträger so regieren und so handeln nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Und wir sind ohnmächtig davor und müssen es hinnehmen, wie es kommt. Aber, und das ist das ganz Entscheidende, du und ich, wir haben ganz massiv etwas dagegen zu halten. Wir müssen es nicht hinnehmen, wir können dagegen halten. Die Frage, die sich nur stellt, ist, haben wir die Power, haben wir die Kraft, wirklich dagegen zu halten? Oder sprechen wir nur darüber und sind zufrieden mit kleinen Aktionen? Haben wir das Gottvertrauen wirklich, so wie die kleinen Propheten, die wir in diesem Quartal studieren, die mit ganz deutlicher Ansprache gesagt haben, was Sache ist, aber dann die Perspektive aufgezeigt haben, wie Gott reagiert und wie Gott Sehnsucht hat nach seinem Volk. Haben wir die persönlichen Voraussetzungen dazu, dagegen zu halten, gegen diesen Zug der Zeit? Wir haben die Botschaft, aber reicht uns das, dass wir die Botschaft haben? Sind wir wirklich auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus vorbereitet? Sind wir das wirklich oder haben wir das Gefühl, dass wir vorbereitet sind? Jugendliche, Glaubensgeschwister, liebe Freunde verlassen die Gemeinde oder halten immer größeren Abstand. Oder der Ehepartner, die eigenen Kinder wollen nichts von Gott wissen, bestenfalls tolerieren sie unseren Glauben. Sind wir damit zufrieden, dass wir uns gläubig und bequem eingerichtet haben? Jesus kann kommen, wir sind gut drauf. Heute im Bibelgespräch, in dieser wöchentlichen Lektion, wurde uns deutlich gemacht, dass wir uns in einem Kriegszustand befinden. Aber ist uns das auch wirklich bewusst, dass wir uns in einem Kriegszustand befinden? Oder genießen wir diese Ruhe, diesen Wohlstand, alles was wir haben ist da, wir brauchen kaum um etwas zu bitten, es geht uns gut und dann Kriegszustand. Im 1. Mose 3, Vers 15 erklärt uns das Gott ganz deutlich.
Und er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ein bekannter Bibeltext, den wir sicher schon oft gelesen haben. Das Urteil aber, das Gott nach dem Sündenfall über Satan gesprochen hat, war gleichzeitig eine Prophezeiung. Es war ein Ausblick auf den großen Kampf, in den jeder Mensch verwickelt ist, keiner ausgenommen. Gott persönlich erklärte, ich will Feindschaft setzen. Diese Feindschaft bestand, wie wir wissen, nicht von Anfang an, erst nach dem Sündenfall, nachdem Menschen, die ersten Menschen, das göttliche Gesetz übertreten hatten. Und sie wurden von der Natur des Bösen angesteckt. Und so wie Satan die Engel zur Auflehnung angestiftet hatte, verführte er auch die Menschen zur Sünde. Und damit sicherte er ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen Gott. Gefallene Engel und sündige Menschen bilden eine Schicksalsgemeinschaft. Und ich möchte aus ein paar Texte zitieren aus dem Buch Vom Schatten zum Licht von E.G. Weidt, die hier eine ganz deutliche Ansprache an uns richtet. Und ich habe aus den Seiten, von welcher Seite war das? Ja, ab Seite 460 und dann folgende Seiten einfach einige Zitate hintereinander gesetzt, die, denke ich, die Situation ganz deutlich machen. Hätte Gott nicht auf bestimmte Weise eingegriffen, wären Satan und die Menschen ein Bündnis gegen den Himmel eingegangen. Statt Feindschaft gegen Satan zu hegen, hätte sich die gesamte Menschheit im Aufruhr gegen Gott vereint. Als Satan Gottes Worte vernahm, dass Feindschaft zwischen ihm und der Frau und zwischen seinem Nachkommen und ihrem Nachkommen bestehen sollte, wurde ihm klar, dass seine Absicht, die Natur des Menschen zu verderben, durchkreuzt werden würde. Es würde ein Mittel geben, um den Menschen zu befähigen, seiner Macht zu widerstehen. Satans Helfer arbeiten ständig unter seiner Anweisung an der Aufrichtung seiner Herrschaft und am Aufbau seines Reiches in Opposition zur Herrschaft Gottes. Zu diesem Zweck versuchen sie, die Nachfolger Christi zu täuschen und sie dazu zu verführen, ihre Treue zu Gott aufzugeben. Der gleiche Geist, der Christus zu Tode brachte, treibt die Bösen an, die Nachfolger Christi zu vernichten. Ich will Feindschaft setzen und so wird es weitergehen, bis ans Ende der Zeit. Satan bietet seine ganze Kraft auf und wirft alle seine Macht in den Kampf. Und E.G. Weidt stellt die Frage, Dankeschön, warum stößt er nicht auf stärkeren Widerstand? Das ist die entscheidende Frage, die sie damals schon gestellt hat. Warum stößt Satan nicht auf größeren Widerstand? Und sie fragt und versucht, eine Antwort zu formulieren, warum sind die Kämpfer Christi so schläfrig und desinteressiert? Weil sie zu wenig echte Gemeinschaft mit Christus haben oder ihnen sein Geist so sehr fehlt? Darauf speziell kommen wir dann nachher noch zurück, wenn ich das Buch vorstelle. Die Sünde erscheint ihnen nicht so widerlich und abstoßend wie ihrem Meister. Sie treten ihr nicht mit festem und entschiedenem Widerstand entgegen, so wie Christus es tat. Es gibt wenig Feindschaft gegen Satan und seine Taten, weil so große Unwissenheit über seine Macht und Bosheit sowie das riesige Ausmaß seiner Kriegsführung gegen Christus und seine Gemeinde besteht. Noch drei Zitate. Unzählige Menschen werden hier betrogen.
Sie wissen nicht, dass ihr Feind ein mächtiger Feldherr ist, der seine gefallenen Engel beherrscht und mit gut ausgearbeiteten Plänen und geschickter Taktik gegen Christus Krieg führt, um die Rettung der Menschen zu verhindern. Unter bekennenden Christen und sogar unter Predigern des Evangeliums hört man selten etwas über Satan. Ausnahmsweise wird er vielleicht beiläufig auf der einen oder anderen Kanzel erwähnt. Diese Menschen übersehen die Beweise seiner ständigen Wirksamkeit und seines Erfolges und missachten die vielen Warnungen vor seinem Scharfsinn. Es scheint, als würden sie sein Dasein ignorieren. Soweit die Zitate von E.G. Weitz. Satan wirkt höflich, raffiniert und hinterlistig. Aber was hat das mit uns zu tun? Leben wir noch in dieser Feindschaft, in diesem Kriegszustand? Oder haben wir uns arrangiert und gut eingerichtet? Ist vielleicht genau das der Kern unserer Probleme, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen? Gibt es eine geistliche Ursache hinter diesen Problemen? Und jetzt sind wir bei der ersten Broschüre, die ich euch vorstellen möchte. Schritte zur persönlichen Erweckung. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, geschrieben von Bruder Haubeil. Helmut Haubeil kennen wir schon seit sehr vielen Jahren. Er war als Prokurist tätig in einer großen Spedition und mit 37 Jahren hat er sich entschieden, ins Predigtamt zu wechseln. Er war in verschiedenen Gemeinden Prediger und zuletzt vor der Pensionierung hat er das Seniorenheim Bad Aibling, also Haus Wittelsbach, geleitet. Er ist Herausgeber der Missionsbriefe, die er wahrscheinlich zum Teil kennt, die wir hier auch einige abonniert haben. Und er ist aktiv im Missionswerk in Zentralasien. Dort haben wir auch eine Zeit lang mitgewirkt und haben ihn da auch besonders gut und aus der Nähe kennen und schätzen gelernt. In seiner Broschüre Schritte zur persönlichen Erweckung stellt er diese Frage: Gibt es eine geistliche Ursache hinter unseren Problemen? Und er stellt eben diese Frage: Ist die Ursache ein Mangel am Heiligen Geist? Und er schreibt: Ich habe die Überzeugung, dass dieselbe geistliche Ursache hinter vielen unseren Problemen steht, und zwar hinter den persönlichen, denen der Gemeinde und der Gemeinschaft. Es ist der Mangel an Heiligem Geist. Und wenn wir aber erkennen, dass das mangelnde Erfülltsein vom Heiligen Geist die Ursache ist, dann können wir nicht anders, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn diese Ursache behoben oder deutlich gelindert werden kann, werden sich viele Probleme erübrigen oder einfach lösen. Diese Broschüre Schritte zur persönlichen Erweckung von Helmut Haubeil beleuchtet den Hintergrund unserer heutigen Probleme im persönlichen Bereich, in der Gemeinde und in unserer Kirche. Beschrieben wird der Mangel an Heiligen Geist und wie dieser Mangel behoben werden kann. Er versucht, den Weg Gottes zur Lösung aufzuzeigen.
Denn das Leben im Heiligen Geist ist die Grundlage für ein freudiges, anziehendes und fruchtbringendes Leben in Jesus Christus. Leben im Heiligen Geist ist die Lösung unserer Probleme heute. Die Broschüre ist eine Ergänzung zum zweiten Buch, das ich euch vorstellen möchte, und das ist das eigentliche Projekt 40 Tage Andachten und Gebete, Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi. Soweit ich mitbekommen habe, ist in der Gemeinde Düren eine kleine Gruppe gewesen, die dieses 40-Tage-Projekt umgesetzt hat. Aber zunächst noch einmal zur Broschüre Schritte zur persönlichen Erweckung. Ganz kurz eine Übersicht über den Inhalt. Es ist in vier Teile gegliedert und der erste Teil: Was ist der Kern unserer Probleme? Unsere Probleme sind lösbar. Wie können wir zu frohen und starken Christen heranwachsen? Und wie erfüllt der Heilige Geist unser Leben? Der zweite Teil: Welche Unterschiede sind zu erwarten? Welche Verluste erleiden wir, wenn wir nicht um den Heiligen Geist beten? Und welchen Gewinn haben wir durch ein Leben mit dem Heiligen Geist? Der dritte Teil: Der Schlüssel zur Praxis. Wie kann ich Gottes Lösung für mich praktisch umsetzen und erleben? Wie kann man so beten, dass man gewiss ist, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein? Und der vierte Teil: Welche Erfahrungen liegen vor? Und er berichtet und zitiert persönliche Erfahrungen aus Gemeinde, Vereinigung und Verbänden. Zusammengefasst nochmal in einem Zitat von E.G. White: Jesus zu folgen bedeutet, sich von ganzem Herzen zu bekehren und diese Bekehrung jeden Tag zu erneuern. Auch wenn unsere Hingabe bei der Bekehrung vorbehaltlos war, nützt uns das gar nichts, wenn wir sie nicht jeden Tag erneuern. Ich möchte euch aus den Seiten 29 und 30 einfach ein paar Absätze vorlesen, damit sie euch oder ihr dann etwas näher auf diese Broschüren, auf den Inhalt eingehen könnt und versteht. Ihr habt das an dem Inhaltsübersicht schon gemerkt und an der Zitat von Schwester Weid: Es geht um die tägliche Erneuerung, um die tägliche Bitten um den Heiligen Geist. Und auf der Seite 29 wird diese Frage gestellt: Warum sollte man täglich um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten? Die Bitte um Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine Bitte an Jesus, bei mir zu bleiben, denn er wohnt durch den Heiligen Geist in mir. Aber warum täglich? 2. Korinther 4,16 lesen wir: So wird doch der innerliche Mensch erneuert von Tag zu Tag. Also nicht einmal in der Woche, am Sabbat. Wodurch geschieht diese innere Erneuerung von Tag zu Tag? Sie geschieht laut Text Epheser 3, 16, 17, 19 allein durch den Heiligen Geist, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Und daraus ergibt sich folgende Schlussfolgerung: Es ist in der Tat nötig, jeden Tag um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten. Nur dadurch wohnt Christus ständig in uns. Er ist es, der uns die Kraft gibt, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit für unseren inneren Menschen Kraft Gottes
und übernatürliche Kraft in Empfang zu nehmen. Dadurch wird die Liebe Gottes in unser Herz gegeben. Und es ist der Weg zu einem Leben in aller Gottesfülle. Ihr merkt, worauf diese Broschüre von Helmut Hauweil hinführen möchte. Diese Broschüre ist kostenlos. Ich habe so 70 bis 80 Hefte dabei. Die könnt ihr am Ende des Gottesdienstes dann in Empfang nehmen. Es gibt also ein aktives Missionsteam, die das Ganze finanziert hat. Und der Wunsch ist, dass wirklich jeder, ob Gemeindeglied oder nicht, Freund, Ehepartner, Kinder, wer auch immer, dass jeder ein Heft bekommt. Sollten die Hefte nicht reichen, dann sagt es mir bitte. Wir sind nächsten Sabbat auch wieder hier und ich besorge euch die fehlenden Hefte, dass wirklich jeder eins bekommt. Das ist so wichtig, meine Lieben. Ihr seht, es ist kompakt, es sind nur wenige Seiten, es ist ein dünnes Heft. Aber es ist alles komprimiert da drin. Und es sind die Schritte zu einer ganz persönlichen Erweckung. Es reicht nicht, wenn wir als Gemeinde um Erweckung bitten. Die Erweckung, meine Lieben, fängt bei jedem Einzelnen an. Und wenn das stattfindet, dann ist auch die Gemeinde automatisch erweckt. Ja. Es kommt auf uns persönlich an. Jetzt das zweite Buch. 40 Tage Andachten und Gebete zur Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal 40 Tage hintereinander jeden Tag um den Heiligen Geist gebeten hat, dass er erfüllt wird an diesem Tag, jeden Tag. In beiden Verbänden, in der Österreichischen Union und in der Deutsch-Schweizerischen Union, wurde dieses Projekt 40 Tage in zahlreichen Gemeinden durchgeführt und eben auch bei uns in der Gemeinde in Isnim. Vielleicht ist dieses Projekt im Norden nicht so ganz bekannt, aber das kann sich ändern. Es ist mir ganz persönlich ein Herzensanliegen, dass ihr hier in dieser Gemeinde auch dieses Projekt durchführt. Es ist so wichtig, ihr werdet sehen, ihr seid eine wachsende Gemeinde, darauf darf man sich nicht ausruhen. Wir brauchen täglich den Heiligen Geist. Und dieses komprimierte Beten, 40 Tage, ist eigentlich der Einstieg in ein ganz neues Niveau. Ich habe einfach aus der Homepage von missionsbrief.de einen kurzen Vorstellungstext ausgedruckt. Ich habe mich jetzt etwas mehr auf diese erste Broschüre konzentriert, um euch einfach, ich sage es mal so salopp, das Thema schmackhaft zu machen und das Interesse zu wecken. Aber jetzt zu diesem 40-Tage-Projekt. Wie der Titel auch sagt, es sind Andachten und Gebete zur Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Wir warten alle darauf, wir haben Sehnsucht danach, vielleicht mehr oder weniger. Wem es wirklich schlecht geht, wie wir es in vielen Ländern wissen, dort wird die Sehnsucht vielleicht ein bisschen größer sein als bei uns, ich weiß es nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das Buch wurde geschrieben von Bruder Dennis Smith und die englische Ausgabe ist herausgekommen bei Review und Herald und die deutsche Ausgabe bei Top Life, dem Wegweiser Verlag in Österreich. Und ein paar Stimmen dazu. Beatrice Ecker, die dieses Buch übersetzt hat, hat es deswegen übersetzt, weil es ihr Leben verändert hat. Nach der Übersetzung schrieb sie, ich bereue nicht eine Minute, die ich in die Übersetzung dieses Buches investiert habe. Und ihr braucht es nicht übersetzen, ihr könnt es vorlesen. Anna Müller, die die Korrekturen machte, hat sofort begonnen, es mit ihrer Gebetspartnerin gemeinsam zu studieren. Silvia Renz hat keine Zeit gehabt, mitzuhelfen, aber dann war sie doch willig, zumindest ein Kapitel zu bearbeiten. Und dann schrieb sie, dieses Buch hat mich gepackt, bitte schicke mir alles,
Ich werde das ganze Buch bearbeiten. Und Helmut Haubeil hatte die Taschenbücher gelesen, die die Grundlage dieses Buches sind. Und das war für ihn solch ein Segen, dass er sich für dieses Buch hier in deutscher Sprache einsetzte. Wir haben gute adventistische Bücher in Deutsch über den Heiligen Geist. Und die Frage ist natürlich immer, warum jetzt wieder ein Buch? Aber dieses Buch, meine Lieben, ist etwas ganz Besonderes. Nein, das Buch nicht. Der Inhalt, der Weg, der uns aufgezeigt wird, wie wir täglich aus dem Segen, aus der Kraft des Heiligen Geistes schöpfen können. Und soweit ich das übersehe, der ist er der einzige Autor, der ein wirklich biblisches Konzept entwickelt hat, wie man das Leben im Heiligen Geist in die tägliche Praxis umsetzen kann. Die biblischen Grundlagen, auf die er sich stützt, sind eine innige persönliche Beziehung zu Jesus Christus durch den Heiligen Geist, das Gebet allein zu zweit oder in kleinen Gruppen, eine wachsende christliche Gemeinschaft untereinander. Er bestärkt uns durch die 40 Andachten über den Heiligen Geist, das geistliche Leben zu fördern und darin zu wachsen. Es dreht sich bei diesem Konzept nicht um uns allein, sondern auch um Fürbitte für nicht gerettete Menschen. Und damit ist es ein Fundament für die Evangelisation. Kurz zu den Preisen. Dieses Buch ist leider nicht umsonst, aber ich denke, ein so wertvolles Buch können wir uns anschaffen. Ein Exemplar kostet 12,80 Euro. Wenn 10 Bücher genommen sind, es 11,80 und ab 20 Bücher 10,80. Ich denke, das kann der Büchertisch, die Inge, vielleicht organisieren. Es sind tägliche Andachten als Text vorgegeben, die wir lesen, ganz kurz, auch hier, ihr könnt euch vorstellen, 40 Tage, in diesem kleinen Büchlein. Es sieht so aus, dass wir auf der linken Seite einen Andachtstext haben und auf der rechten Seite persönliche Gedanken und Gesprächshilfen und die Möglichkeit, dass wir uns Notizen machen können. Das heißt also, jeder, der das Buch hat, kann für sich ganz persönlich die Checkliste darin führen, seine eigenen Gedanken zu Papier bringen und so einfach diese 40 Tage auch wirklich in Erinnerung zu behalten durch das, was er dort einträgt. Es sind Anregungen für das tägliche persönliche Gebet enthalten. Und die erste Anregung, die jeden Tag für unser persönliches Gebet darin zu finden ist, dass wir persönlich, du und ich, jeden Tag um die Erfüllung des Heiligen Geistes bitten. Jeden Tag, das ist das erste Thema unseres Gebetes. In Epheser 3, Vers 16, 17 und 19 ist dieser Text, dass er Gott euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Und ich denke, das wünschen wir uns doch jeder. Und ihr werdet wirklich ganz große persönliche Erfahrungen machen. Es ist ja das Ziel in diesem Buch, dass wir uns 5 Menschen suchen, für die wir ganz speziell bitten. Das kann der Ehepartner sein, das kann ein Kind sein, ein Enkelkind, ein Verwandter, ein Gast in der Gemeinde, irgendein Mensch, der uns ganz persönlich am Herzen liegt, ein Arbeitskollege, ein Nachbar, dort wo wir wohnen, was auch immer. Betet darum
dass Gott euch diese Menschen ans Herz legt. Sucht euch einen Gebetspartner, das ist das Ziel hier, dass wir es nicht unbedingt alleine machen. In der Familie, in der Gemeinde, im Hauskreis, im Freundeskreis, wo auch immer. Sucht jemanden, mit dem ihr jeden Tag diese Andacht gemeinsam macht. Es gibt Situationen, da muss eine Distanz überwunden werden, aber das können wir auch über Telefon oder Skype machen. Ich weiß, bei unserer Gemeinde hat es einige solche Situationen gegeben. Und auch diese gemeinsamen Andachten übers Telefon waren genauso segensreich, als wenn man nebeneinander war. Ein weiterer Schritt wäre auch, wenn es möglich ist, mit diesen Personen zu sprechen, dass sie wissen, ihr betet jetzt 40 Tage lang für sie. Vielleicht haben diese Personen auch ein ganz persönliches Anliegen. Vielleicht ist es euer Nachbar, der ein krankes Kind hat oder was auch immer es ist. Sprecht ihn an und sagt, für dein Problem werde ich ganz speziell oder wir als Gruppe jetzt 40 Tage beten. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Wirkung auslöst? Und Gott wird diese Gebete hören. Hier entsteht wirklich eine ganz neue Dimension des Betens. Als wir am 19. Januar in Isny damit begonnen haben, war es so, dass Eva und ich nicht genau an diesem Tag auch gestartet sind. Das war ein paar Tage später. Wir waren in einer sehr, ja, ich möchte schon sagen, brutalen Phase. Hier die Distanz zu unserem Büro, damals noch in Herlen und dann der Wechsel nach Kerkrade, war unheimlich angespannt durch wirklich Probleme, die ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen möchte. Aber es waren Berge, die wir vor uns hatten. Wir waren schier verzweifelt. Wir haben gesagt, jetzt sind wir 30 Jahre selbstständig, wir haben das noch nicht erlebt. Und wie es dann so ist, ihr kennt das Problem, man hat dann immer keine Zeit. Ja? Aber wir haben gesagt, wir müssen, das muss sein. Wir haben erlebt, dass Berge versetzt werden können. Innerhalb von 2-3 Wochen waren Hindernisse weg, von denen wir nicht geglaubt haben, dass sie überhaupt weggehen können, weil sie im ganz persönlichen Bereich mit 9 Mitarbeitern lagen. Das prallte aufeinander und wir haben gesagt, wie soll das hingehen? Wir haben sowas noch nicht erlebt, solche Exzesse. Ja. Und dann wandelt sich die Person innerhalb von 2-3 Wochen um 180 Grad. Es gibt noch einiges mehr. Ihr werdet aber selbst auch eure Erfahrungen machen. Nehmt es ernst. Und meine Lieben, wenn wir Gott auf diese Weise in unseren Ehen, in unseren Familien, in der Gemeinde, im Freundeskreis diese Beziehung zum Gott, zum Heiligen Geist pflegen, dann wird es auch in der Gemeinde spürbar sein. Es bleibt nicht aus. Es ist so. Vielleicht noch ein paar praktische Gedanken. Wenn dieser Start stattfindet, macht einen Termin aus, wo ihr gemeinsam startet. Dann, wenn die Bücher alle da sind, dann nutzt die Gelegenheit, wenn ihr euch Freitagabend sowieso trefft hier, auch zu einem Gedankenaustausch. Wie war diese Woche? Wie war die Gebetsgemeinschaft? Was haben wir für Erfahrungen gesammelt? Was war das Ergebnis? Wo haben wir noch ein Problem? Tauscht euch aus an diesem Freitag und geht dann wieder in die nächste Woche. Und am Ende dieser 40 Tage macht einen Erfahrungsgottesdienst, wo ihr euch hier trefft, vielleicht auch etwas ungezwungen von der Zeit her. Und tauscht euch aus. Ihr werdet sehen, welchen Segen ihr habt. Macht es der Segen, den andere Gemeinde, andere Familien, andere Personen erfahren haben,
den werdet auch ihr erleben. Jesus hat gesagt, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Nehmt es ganz persönlich. Das ist eine Verheißung. Nehmt Jesus beim Wort. Sagt es ihm, du hast das verheißen. Und ihr werdet sehen, er ist da. In Patriarchen und Propheten schreibt E.G. White, die größten Siege der Gemeinde Christi oder des einzelnen Christen werden nicht durch Begabung oder Bildung, nicht mit Hilfe von Reichtum oder menschlichem Wohlwollen gewonnen. Es sind die Siege, die im Sprechzimmer Gottes errungen werden, wenn ernster, verzweifelter, kämpfender Glaube den Arm des Mächtigen ergreift. Darum geht es. Den Arm des Mächtigen ergreifen. Wir befinden uns im Kriegszustand. Jesus hat schon gekämpft, hat den Sieg errungen für uns. Was wir müssen? Ja, wir müssen den Arm ergreifen und nicht mehr loslassen. Und dann ist der Sieg garantiert unser. Ich wünsche euch und bete für euch, dass ihr diesen Segen erfahrt. Und wir haben den Wunsch für uns persönlich, dass wir das wiederholen. Ich bitte euch, wartet nicht allzu lange. Wir würden gern diesen Zeitpunkt auch wahrnehmen und wieder in dieses 40-Tage-Projekt einsteigen, auch mit euch zusammen. Studiert in der Vorbereitung diese Broschüre. Studiert sie wirklich durch. Und ihr wisst ja, der Widersacher, der hat ja so alte Gedanken, auf die wir oft gar nicht selber kommen. Und manchmal ist es auch der Gedanke, das kenne ich ja alles schon. Macht euch davon frei. Ihr werdet sehen und erleben, es gibt Dinge im Gebetsleben, die ihr vielleicht noch nicht erlebt habt. Gott, der Heilige Geist, wird sie mit euch und durch euch realisieren. Ja, das sind meine Gedanken, sind Gottes Gedanken dazu. Jetzt liegt es an euch, in dieses Thema einzusteigen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.